Ziemliche. So. Ich hoffe, ihr seht es jetzt da genügend. Ja, das sieht eigentlich ganz, ganz passabel aus. Hier unten geht zumindest nicht so ein Wind. Ja, die Kamera, die wird schon schön. Das ist alles neu gebaut. Ihr seht, ich habe da bloß ein Rämpchen genommen, die Kamera so schräg rein. Bin jetzt mal gespannt, ob die jetzt oben auch schon stiftet. Jetzt hätte ich euch beinahe runtergeschmissen. Ich hoffe wirklich, die Kamera passt so, weil ich kann hier nicht drauf schauen. Ihr seht es wahrscheinlich oben rechts in der Ecke. Da habe ich die andere Kamera stehen. Also das ist hier Futter ohne Ende. Und das mit der zweiten Kamera jetzt oben rechts in der Ecke. Das ist jetzt mal ein Versuch, also ist jetzt noch nicht so perfekt, aber ja, ich arbeite an mir. Weil ich will da noch ein bisschen mehr machen, dass ihr halt da wirklich da vollen Einblick über alles habt. Und lasst euch überraschen. Bei dem Volk, weil die ausschließlich nur ihr eigenen Honig haben. Also da wird nichts aufgefüttert mit Zuckersirup, nichts. Und denen nehme ich das jetzt. Okay, das war die Folie. Das ist der Honig vom letzten Jahr. Der kommt jetzt da raus von der Zage. Das wird mein eigener Honig für mich selber. Beziehungsweise für Ableger oder ja, wo ich ihn halt brauche. Das ist auch noch alles Honig. Hier auch. So, wenn es jetzt blöd läuft, beginnt hier das Futter, das Brutnest. Ne, da ist nicht. Ups, sorry. Dann ist hier wieder, sehe ich, eine richtig fette Wabe. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich schleudere ab hier. Das ist auch alles. Alles Futter beziehungsweise Honig, das ist alles Honig vom letzten Jahr. Das hier auch, die andere Seite auch. Das hier, das sehe ich schon auch. Ich könnte wirklich abschleudern. Also das sind schon 2, 4, 6, 8. 8. Und das hier auch. Wo das hier in den Zellen wahrscheinlich, das hier ist alles kristallisiert. Das lassen wir, das bleibt hier. Dann füllen wir das Ganze mit leer Waben wieder auf. Da können sie dann schön bauen jetzt. Also den Rest fertig bauen. In der Mitte kommen die rein, die fertig gebaut sind. Dann hier kommt auch eine. Nehmen die Kamera. Die Kamera könnten wir jetzt mal ausnahmsweise. Die setze ich jetzt hier daneben.
Nee, geht nicht. Da muss dieses Rämmchen dazwischen. So, ja. Und dann wird aufgefüllt. Und dann schauen wir das Brutnest durch und da gucke ich, also sorry, aber das Gucken, das, der Satz Gucken, das habe ich irgendwie so. So. Jetzt mache ich, was das normal nicht macht. So. Schauen wir mal, ob das hier an reinpasst. Ja, passt doch. So, jetzt die Kamera da dazwischen drin. Ich stelle euch jetzt mal um und dann schauen wir das Brutnest durch und das dann ein bisschen ruhig, also ruhiger. So. Ich brauche bloß schnell eine Weile, ich muss hier meinen Stuhl herstellen. Ja, das nennt man dann Extreme Imkern. Super, jetzt sehe ich zur Kamera nicht hin. Ich schau mal, ob das da hier passt. Jetzt machen wir mal hier auf Weitwinkel. So, jetzt ist die auf Weit. Und jetzt passt es definitiv. Also jetzt seht ihr definitiv alles. So. Also ich stehe jetzt hier auf so einem Podest, auf dem Stuhl. Ihr könnt es oben rechts sehen. Aber wie gesagt, es geht bei dem hier nicht anders. Ich musste da ein bisschen hoch. Ist nichts. Dann legen wir die mal hier her und dann schauen wir die mal durch. Hier ist ein bisschen Futter, ein bisschen Pollen. Die ist schon um einiges leichter. Ich schaue jetzt bloß mal, ob da das bestiftet ist. Nur ein paar, also das sind jetzt nur ein paar Stifte hier. Also die erweitert das Brutnest jetzt erst langsam. Da muss ich mal hier den Fühler dann. Oder ich schaue, vielleicht geht es auch mit dem Fühler. Ohne dass ich den komplett zerlege. Ah ja, hier ist die Königin. Ich hätte jetzt hier in dem Video nochmal zeigen können, wie das mit dem Smoker funktioniert. Das ist auch eine sehr schöne Königin. Hier hinten das gleiche Brutnest. Drohnen sind auch schon im Volk vorhanden. Das war eigentlich das, was ich sehen wollte jetzt. Schwärmen werden die sowieso nicht. Schönes Brutnest. Auch ein schönes Brutnest. Ja, das sieht gut aus. Es sind auch keine Weiselnäpfchen, keine Spielnäpfchen, es ist nichts da. Okay, die tun wir so her. So, dann kommt die mit dem Fühler. Ich hoffe, das Kabel ist lang genug, weil ich will jetzt mal, ich probiere es mal ohne den Fühler auszustecken. Ja. Ach. Okay, die geht nicht weiter, aber das ist auch komplett bestiftet. Also hier könntest du da schon sehen, dass der Fühler, der ist wirklich genau im Brutnest. Der ist in der Mitte vom Brutnest. Die lasse ich jetzt, das ist auch Brutnest, ganz normal.
schiebe die wieder zusammen. Ich will sie ja nicht mehr stören, wie nötig ich. Also vom Eingriff her mache ich das, wenn ich das jetzt hier filme, eigentlich sehr viel mehr, wo ich da jetzt schaue, was los ist, wie wenn ich nicht filmen würde. Deswegen, ich überlege gerade so einen guten Mittelweg, dass ich euch da was zeigen kann. Und ich trotzdem eigentlich meine Standardbetriebsweise bei den Bienen nicht viel ändert. Ich baue das jetzt wieder zusammen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß noch. Das nächste Video kommt dann nächste Woche. Und vielleicht am Samstag oder Sonntag wieder ein Livestream, weil der hat mir richtig Spaß gemacht. Und überlegt euch mal Fragen, was ihr gerne wissen wollt. Egal was. Und dann werden wir die Fragen mal durchgehen. Ich kann euch nochmal schnell in dem Video hier zeigen. Ich nehme euch mal mit. Mein Raspberry. Ich hatte vorher erst so eine richtig Hightech-Box gemacht, die absolut wasserdicht war. Und dann hatte der immer Aussetzer, komischweise. Oh, verdammt, ich habe mein Röhrchen gefunden. Okay, passt. Habe ich mein Röhrchen auch wieder. Und seit letztes Jahr nehme ich eigentlich nur so einen Eimer. Da ist mein Raspberry drin, da ist unten ein Loch. Da gehen alle Kabel rein oder raus. Und das war's. Ah, das ist eben, das ist mir zu hart, das kann ich da drin lassen auch. Das ist eigentlich so alles. Da gehen die Fühler halt. Hier ist ein Fühler. In der anderen Zarge ist ein Fühler. Der ist ja jetzt, der liegt hier draußen. Das sind die DTH oder DMH oder also die 22 hier. Die sind eigentlich nicht schlecht. Ich bestelle mir die immer irgendwo aus der Bucht. In der Regel halten die dann in so einem Volk 2 Jahre und dann ist Game Over. Ich baue das jetzt mal wieder zusammen und dann, da steht übrigens die andere Kamera, und dann werden wir uns dann halt sehen, wir werden uns bald wiedersehen. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt, was ich gerne nochmal zeigen soll. Das ist dann auch nicht aufdringlich für mich oder so. Es ist, ihr helft mir eigentlich damit, weil ich dann weiß, was ich zeigen soll.